Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo und Jakob von den Frakta und das ist der übliche Vorspann bei Spielen, die in Deutschland mit USK 18 festgelegt wurden oder vielleicht sogar noch, ja und oder vielleicht, nee oder nicht, also und vielleicht sogar noch zusätzlich indiziert. Das ist St. Rose, der dritte Teil. Wie üblich in der Reihe, aufgrund des zwar extrem schwarzen Humors, aber trotzdem auch sehr ausführlich dargestellten Gewalt- und Sexualinhalten, ist das Spiel natürlich USK 18 gesetzt worden. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das allerdings die geschnittene deutsche Version, die USK 18 ist die ungeschnittene internationale Variante, ist in Deutschland indiziert. Behaupte ich jetzt immer einfach schlichtenweise so, weil ich bin mir relativ sicher, dass 1 und 2 dieses Schicksal nämlich hatten. Wie auch immer, ich zeige euch natürlich hier die geschnittene deutsche Variante, die eben USK 18 ist. Und das bedeutet für alle die netten, jungen und verdorbenen Menschen, die noch nicht erfolgreich das 18. Lebensjahr vollendet haben, ihr solltet euch das Video zu diesem Spiel dann natürlich auch nicht anschauen. Dementsprechend, ich wünsche euch was mit viel Spaß bei irgendwas anderem. Und allen, die so alt sind wie ich und deshalb dieses Video angucken dürfen, denen wünsche ich viel Spaß beim Video. Bis dahin, tschö. Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo Jakob von den Frakta. Und ich bin in Saints Row the Third, also im dritten Teil. Ich freue mich schon sehr jetzt drauf. Ich habe jetzt freies Steam-Wochenende, wo ich mir diese Spiele angucken kann. 2, 3 und 4. Teil 2 habe ich mir vorhin angeschaut, habe herzlich gelacht. Wirklich geiles Game. Jetzt bin ich mal gespannt auf Teil 3. Direkt fällt mir auf, auch hier wieder ein Spiel, das für eine Konsole gemacht wurde, dann auf den PC portiert. Das merkt man ganz schnell, wenn man zum Beispiel hier auf die Gedöns. Ja, gehen wir hier mal drauf, sehr wurscht. Hier seht ihr unten F1, ja. Hier, also das sind so diese typischen Gamepad-Belegungsdinge. Aber sehr schön, im Gegensatz zu Teil 2 vorhin, kann ich hier zumindest schon mal die Maus benutzen innerhalb der Optionen etc. Das ging vorhin nicht, da musste ich über Steuerung knöbble mich durchhalten. Das ist ein bisschen ungewohnt, jetzt nicht wirklich tragisch, aber ich finde es ganz angenehm, wenn eine Maus auch unterstützt wird. Dann schaue ich mir mal die Kampagne an. Neues Spiel. Jo. Jo. Also die erste Hommage, die ich sehe, ist Star Wars. Und die zweite, die ich sehe, ist folgt der Geschichte der Menschheit na, von Mel Brooks. Well, who gives a fuck about peace? Sehr schön. Okay. Ja, ich habe im Vorfeld natürlich mal kurz zumindest mal durchgelesen, worum geht es überhaupt in dem Spiel. Ich kann das natürlich also, ja, als GTA-Klon, also Teil 1 ursprünglich. Mittlerweile hat sich die Serie weiterentwickelt, ist ein ganz eigenes Ding geworden. Eine sehr erfolgreiche eigene Marke. Kalifornien verbot. Worries.
Hong Kong style in there. I am a method actor. If I'm gonna play a saint with any degree of emotional truth, I gotta make it real. Trust me, Burke. It'll be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Depp? Ultra postmodernism. Love it. I'm cool with the Saints movie, but do we really gotta drag this asshole actor around? Cut Josh some slack. He's just researching his part. Yeah, I hope he signed a waiver. All right, people. Nobody moves! Nobody dies! Burke! Sorry, jumped his line. Can we go again? You all know the drill. Can I get a picture with the boss? Say sleaze. Get in line, bitch. Hey, don't be a dick. You call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies. We should be all up in their shit like... Fuck! Oh, that's different. What's our plan, or we just shooting all these motherfuckers? That is my plan. Works for me. Sehr schön. Sehr schöner Anfang. Listen, all that matters is the vault. Let's find that and get the hell out of here. Is this what it's normally like? Well, normally, the tellers don't use fucking shotguns. Yeah, normally banks don't look like a palace either. You see those statues before you blew them up? Will you forget the horses? These guards are packing military-grade hardware. Who the hell are we robbing? Can't breathe. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. Josh, get over here. Got the tools right here, Holmes. So, what's plan B? Huh? Drill it? Fuck no. We blow it. What? Not cool, man. Time to get to work. We'll need to set those above the vault. Hey, I think we've got company. Looks like they're coming in from the lobby. Shandy. What? We need to talk. We really don't. It's just, if I die here, I don't want things to go unsaid. I should be so lucky. Hey, Josh Burke. Don't be starstruck. I'm very approachable. Want me to sign your No, that's all right. Yeah, you know, by Nightblade on DVD. Chopper, lift this baby out of here. Hey guys, you can call up the helicopter. Found the way to open the vault. Don't touch it! Josh, are you trying to get us all jail time? What? I don't want to be some dude's bitch.
to go after him. Forget about it. He'll be fine. How long until the chopper gets here? I don't know. Probably like 2 waves. Oh, was habe ich denn hier tolle Auswahl? Hier hat wenigstens einen ordentlichen Durchschlag. Ich glaube, ich gehe dann doch wieder hier flankierend. Ja, das mit der exzessiven Gewaltdarstellung, das sehe ich auch. Also ich bin mir sehr sicher, dass der Schutzschild mir gegen das Ding nicht viel bringt. Allein der Anfang ist schon sensationell. Das ist so scheiß absurd, aber so saulustig.
Jo, dann basteln wir unser Mädel wieder, oder? Aus Teil 2. wieso kann ich denn da jetzt nur einen Typ machen? Wieso kann ich Make-up einstellen, aber keine Frau machen? Hä? Mal Charaktergalerie. Ah, okay, ja. So. Ah, da ist Geschlecht. Ah, alles klar. Ja. So. Ja, wir bleiben bei kaukasisch. Das hatten wir in Teil 2 ja auch. Das ist ja lustig. Ne? Sehr schön. Haut! Ah, das ist die Farb. Alter! Gut gebleicht, immer schön mit der Käseglocke gewesen. Das wäre jetzt ein bisschen zu sehr Porzellarium. Das ist okay, leichte Bräune. Körpermaske? What the fuck? Nee, ist schon okay. Alter. Okay, Sexappeal. Ach, das ist mit Sexappeal gemeint, hervorragend. Also, zwei Sachen finde ich urkomisch. A, Sexappeal ist nur auf die Brüste bezogen. Und B, wenn ich die Brüste groß mache, kommt Wind auf und die Haare bewegen sich. Sau lustig. Naja, das ist ein bisschen sehr übertrieben, oder? Das ist ein bisschen sehr wenig. So, also das ist schon ordentlich. So. Das geklärt wäre. Gesicht. Merkmal, Scheitel, Augenbrauen. Ach, das ist mir alles viel zu blöd. Das ist in Ordnung. Kann so bleiben. Haare. Ja, die Frisur muss weg. Die sieht ja aus wie aus dem Ponyhof. Gesichtsbehaarung brauchen wir nicht. Farbe der Haar. War mal Kopf. Ja, das ist ja lustig. In der deutschen Version, der geschnittenen Version, sind die Brüste jetzt verpixelt. Okay. Ich mag das ja. Ich finde das immer so saulustig, dieser Anfang, wenn man so spielen die Charaktere richtig selber gestalten kann. Also der Vintage-Schnitt finde ich bis jetzt gerade eben irgendwie am besten. Nee, das jetzt nicht. Halt! Wir und verwirrt, Zöpfchen, ägyptische Prinzessin. Das ist ägyptische Prinzessin, okay. Nee, Vintage-Schnitt finde ich schon ziemlich cool, aber eine andere Haarfarbe. Augenbrauen sind okay. Make-up. Eyeliner, Lidschatten, Wangen, was ist nicht? Ich finde das großartig. Gegenstände. Für was soll das denn gut sein? Irgendwelche... Ist ja nicht im Kindergarten, die sind fünf Jahre alt, brauchen irgendwelche kleinen... Pflaster. Ah, nee, zurück. Zurück, nichts. Brauchen wir, warte mal, aber bei den Eyeliner? Das ist ja geil. Alter! Okay, warte mal, das finde ich cool. Ja, das kann ich mir so. Nein, das ist nicht grün. Lidschatten. Ich brauche noch ein Bier für das Spiel, brauche ich. Ah, wie geil.
Nee, Laum. Nichts, alles gut. Persönlichkeit. Ah, fuck, jetzt hab ich den Ton zu leise gemacht. Aber das letzte Mal war, glaube ich, die dritte am besten. Zombie ist auch geil. Warte mal. Das ist ein Kompliment, okay. Okay, Brustklopfer ist okay als Kompliment. Oh, was gibt's da unten? Vorspiel? Ja, geil. Ja, das lassen wir. Okay, super. Ja, übernehmen wir. Genial. Also allein dafür hat sich das Spiel schon gelohnt. Großartig, völlig übertrieben, völlig überzeichnet, geiler Humor. Yeah.
Johnny, we're about to jump! Right on. I'll see you in still. Johnny? Das erinnert mich gerade an Space Marine. Ist das bekloppt? Das ist so bekloppt geil. Also wie gesagt, bei Warhammer 40k Space Marine, da fällt man doch auch und kloppt als mit dem Hammer auf diese drauf. Ich schmeiß mich weg. Großartig. Allein für den Anfang lohnt sich das Spiel schon. Ich, also ganz ehrlich, an der Stelle sage ich, St. Rose 3 ist, was The Bard's Tale für die Rollenspiele ist. Er verarscht das so sehr. Das ist so geil. Wie, der lebt noch. Them nothing.
Sehr geil. Das Spiel kommt ganz weit nach oben auf meine Muss-ich-haben-Liste. Okay, an der Stelle setze ich jetzt meinen ersten Cut. Geil. Also, ich finde das Spiel nur geil. Das ist ganz, ganz weit vorne. Ich setze jetzt meinen ersten Cut, weil das Video ging jetzt schon ziemlich lange. Scheiße, ey, das Spiel lässt mir echt keine Sekunde, oder? Okay, nee, also ich muss die kurze Sekunde nutzen, wo scheinbar mal Ruhe ist. Ich setze jetzt den Cut. Wir sehen uns im nächsten Spiel, im nächsten Video und natürlich auch gleich wieder hier. Bis dann. Tschüss.